begrüße Sie recht herzlich zu dieser zweiten Serie, die wir jetzt machen. Das letzte Mal ist es um das Thema Social CRM gegangen. Ich bin selbst der eine oder andere dabei. Heute geht es um das Thema Online-Video, Imagefilm. Ich habe am Anfang ein paar Zahlen zu YouTube, einfach, dass Sie mal ein bisschen sehen, wo die Plattform überhaupt herkommt. Der URL ist 2005 gegründet worden. Das ist also gerade mal 6 Jahre her. Eigentlich nichts. Dass man das reserviert hat, eigentlich noch ein Wunder, dass er überhaupt frei war. Ich kann mich noch erinnern, mein Nachname beispielsweise, der ist schon etwa 6 Jahre früher weg gewesen. Also da hätte ich dort sicher schon nicht mehr bekommen. Dann hat es so ein bisschen mit den Views angefangen. Es war nur gerade im gleichen Jahr, im Dezember, gewesen, wo man 8 Millionen Views pro Tag hatte. Das ist eine ziemliche Zahl. Und dann ist man etwa 6-7 Monate später bereits auf 100 Millionen gewesen. Also es ist ein ziemlich rasant abgegangen. Es war natürlich auch etwas Neues gewesen im ganzen Internet. Und dann ist es eigentlich kaum ein Jahr später schon mit Google losgegangen. Google hat die Firma für 1,65 Millionen gekauft. All die Leute, die hier eine Firma haben und die aufbauen haben, vielleicht irgendetwas produzieren, Dienstleister wie wir, die wissen, wie schwierig das ist, eine Firma wertvoll zu machen. Und dann kommt irgendjemand und kauft eine Webseite. Mehr ist es ja nicht schlussendlich für 1,65 Milliarden. Dann fragen wir uns wahrscheinlich alle hier, was wir eigentlich den ganzen Tag machen. Es ist dann eine Mobile-Lösung gekommen. Dann hat natürlich YouTube bzw. Google Geld damit verdienen, mit all diesen Views. Das kennen Sie vielleicht. Es gibt so in Video-Werbung, die angezeigt wird nächstens. Das ist dann, wenn man meint, dass das Video irgendwie nicht ganz angezeigt wird. Dabei ist schon einfach die Werbung drin, die muss man dann wegklicken. Uploads, vielleicht vom Januar 2008 bis im Mai 2009, verdoppelt auf 10 Stunden pro Minute wird uploadet. Und dann so ein bisschen die Views, das ist sicher das, was am meisten Eindruck macht. Noch vor einem Jahr haben wir 2 Milliarden Views pro Tag gehabt. Auch eine Zahl, die man sich fast nicht vorstellen kann. Und so ein bisschen verglichen zum Fernsehen. Ist klar, vergleichen wir da nicht gerade, oder vergleichen wir Äpfel mit Birnen, ist sicher nicht ganz gleich. Aber wenn man sich überlegt, dass in 60 Tagen, jetzt in den letzten 60 Tagen auf YouTube gleich viel aufgeladen worden ist, wie auf diesen 3 Fernsehstationen in Amerika ausgestrahlt worden ist in den letzten 60 Jahren, dann ist das sicher eine unglaubliche Zahl. Klar, ist die Qualität nicht die gleiche. Trotzdem kommt einiges an Material auf YouTube zusammen. So, was wird geschaut auf YouTube? Das ist so ein bisschen die Frage. Was wird am meisten angeschaut? Das sind sicher nicht Image-Videos von Firmen. Da müssen Sie sich keine Hoffnungen machen. Da steht der Bursch da, der Niga Higa. Der hat einen Channel auf YouTube, wo er im Prinzip zu Tagesgeschehnissen irgendetwas berichtet, natürlich auf eine gute Art, das ist ganz entscheidend, sonst würde es nicht funktionieren. Der 3,3 Millionen Abonnenten, wenn Sie einen Newsletter haben, dann können Sie die Zahl ungefähr einordnen. Das wäre knapp die halbe Schweiz, wenn alle dabei wären. Der ist halt seit Anfangs auf dem YouTube drauf, seit 2006. Also der hat das früh entdeckt. Früher kennt er nur etwa 100 Videos drauf, das ist nicht sehr viel. Und der beste Video ist 27 Millionen Mal geschaut worden. Der Vorteil, den er hat, er redet Englisch. Klar erreicht er die ganze Welt. Das ist natürlich bei uns jetzt wieder ein anderes Thema. Das wird natürlich nie um die ganze Welt herumgehen. Logischerweise ist bei uns auch eine Zielgruppe die gleiche. Bei ihm geht es natürlich darum, möglichst viele Views zu generieren und Werbung können damit zu verkaufen. Bei uns geht es darum, ja, möglichst Zielgruppen zu erreichen. Und die ist jetzt in dem Fall meistens halt im deutschsprachigen Raum. Klar erwartet sich kein Wunder. Ich habe so einen Vergleich genommen, den jeder kennt, dann im Vergleich zum Niga Higa. YouTube, kennen Sie alle. Wenn wir YouTube schauen, die sind auch sehr stark auf solchen Social Networks präsent und auch auf YouTube. Sie haben im November angefangen, auch ziemlich früh, haben total 23 Millionen Views. Sie erinnern sich, der andere hat 27 Millionen auf seinem besten Video drauf und 120'000 Abonnenten im Vergleich zu 3,3 Millionen. Also irgendwo stimmt das Verhältnis nicht ganz. Ist klar, dass das natürlich mehr kommerziell dann auch wieder ist. Auf der anderen Seite, wenn Sie Videos schauen auf YouTube, weil das viel geschaut werden, sind es auch gleich meistens dann Videos von Bands. Sie kennen all den Justin Bieber, oder nicht? Ich glaube, der ist, ist ja gerade ein DSDS, ist ja dort gerade doublet worden. Ich hole es jetzt ein bisschen auf den Boden von der Realität zurück. Ich mache das Gleiche, das kennen Sie vielleicht. Da sehen Sie jetzt einfach so ein bisschen den Vergleich vom grössten Amerikaner oder dem mit dem grössten Channel in Amerika zu einem kleinen Schweizer. Ich mache Podcasts auf YouTube drauf. Das sind so 3-minütige Videos zu einem Thema Online-Marketing, SEO, Suchmaschinenoptimierung, Social Media, Webdesign und so weiter und so fort.
Ganz entscheidend natürlich, dass die komplett optimiert sind. Ich weiß nicht, wie viel das der Niga Higa optimiert. Bei mir ist alles optimiert, was man optimieren kann. Ich zeige Ihnen nachher, wie man das machen kann. Und dass Sie jetzt ein paar Zahlen da dazu haben. Ich bin erst seit 2 Jahren auf YouTube drauf, richtig aktiv. Es sind gleich viel wie bei ihm, 100 Videos da oben. Ich mache einen pro Woche. Wenn der seit 2006 dran ist, wird er nicht einen pro Woche gemacht haben. Und ich brauche jemanden, dass er sich so, wenn Sie jetzt selber sich anfangen zu überlegen, ob sich so etwas lohnt zu machen. Ich brauche etwa 2 Stunden pro Video, um so etwas aufzunehmen, schneiden und auf die Plattform zu stellen. Also das sind dann im Monat sind das 8 Stunden Zeit, die man da investiert. Das ist nicht sehr viel. Jetzt ist klar, fragt sich, ob sich das lohnt. ROI, das ist immer die beste Frage, oder? Bringt es irgendwie Return on Investment? Das fragt mir den Werber auch nicht, aber ich frage es da gleich. Ich habe bis jetzt 80'000 Views gehabt, total. Das ist im Verhältnis relativ wenig, also zu dem, was wir vorher gesehen haben. Aber es sind immerhin 250 bis 300 pro Tag, die so ein Video anschauen. Also auch heute, an dem Tag, wo ich sicher nichts in diesem Bereich machen werde, werden die Videos geschaut. Das heisst, ich erreiche pro Tag viel mehr, als ich das mit einem anderen Medium könnte erreichen könnte. Obwohl ich jetzt weder auf Englisch rede, noch irgendein super populäres Thema anschneide. Online-Marketing interessiert eine sehr, sehr beschränkte Zielgruppe in der Schweiz. Das können Sie sich vorstellen, im Vergleich jetzt zu klassischen B2C-Produkten. Eine einfache Sache also. Trotzdem erreiche ich über den Kanal viel mehr, als beispielsweise ich jemals könnte über einen Newsletter erreichen. Würde man nie schaffen. Ich könnte nicht jeden Tag unseren Newsletter verschicken und es würden noch 300 anschauen. Plus, die würden dann noch 3 Minuten schauen, weil so ein Video geht schlussendlich 3 Minuten. Oder ich bin eigentlich in einem Printmedium, auch dort erreiche ich nicht pro Tag 300 Leute, ausser ich habe sehr, sehr, sehr viel Geld und wird dann Schwierigkeiten haben, das können aufrechtzuerhalten. Der Punkt ist natürlich auch noch, dass es steigt. Das ist nicht irgendwie etwas, wo stagniert. Der Roy. Bringt es Kohle, das ist immer ein bisschen schwierig zu einschätzen. Das hat mir noch nie einen angerufen und gesagt, jetzt bestelle ich, weil ich habe sie auf dem Video gesehen, das ist nicht passiert. Was sicher bringt, ist Image. Und was eigentlich das Beste am Ganzen ist, bringt Kompetenz. Das ist so ein bisschen das Thema auch Sales Pitch. Wenn Sie einen Verkäufer oder einen Berater bei einer Firma haben, der vorbeigeht, hat er eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit, sich zu präsentieren. Und je nachdem, ob dann am anderen wie weit die Nase passt oder ob er jetzt halt einen guten oder einen weniger guten Verkäufer ist, schlägt dann der andere zu. Aber ob er wirklich kompetent ist, das kann man gerade zum Beispiel im Bereich Suchmaschinenoptimierung schwer einschätzen. Das wissen Sie wahrscheinlich selber aus eigener Erfahrung. Da kann man einen Haufen erzählen. Das sind Themen, die meistens vis-à-vis nicht so viel davon versteht. Und dann kann ich als guter Sales kann ich natürlich einen überzeugen, ohne dass ich Kompetenz habe. Und mit so Serien von Videos, so Podcasts, kann ich natürlich, jetzt bei mir sind das irgendwie 15 bis 20 Stück zum Thema Suchmaschinenoptimierung, kann ich eine schöne Kompetenz aufbauen, wo sich einer kann anschauen kann und der sieht nachher, okay, die erzählen jetzt nicht nur einen Haufen, sondern die zeigen auch, dass sie Material haben, dass sie etwas wissen zu dem Thema. Natürlich kann man auch hier optimieren. Das ist so ein Cockpit. Natürlich, klar, da kann man auch alles bis auf die letzten Sekunden analysieren. Es gibt Statistiken, YouTube hat eine wunderschöne Statistik, wo ich alles auswerten kann. Sie sehen da meine Views da. Davon habe ich angefangen, da habe ich gerade so ein Killer-Video gehabt. Das war gut, das war so das Thema SEO-Betrüger. Dann nachher ist das langsam weitergegangen. Da hat es dann einmal ein bisschen mehr gegeben. Das ist auch immer ein bisschen saisonal, muss man jetzt sagen. Oder? Weil im Winter schauen natürlich die Leute eher mal ein Video als im Sommer. Das ist klar, also am Sonntag, wenn es schön Wetter ist, sitzt es nicht vor dem Kompi, das macht es im Winter dann allerdings eher. Also, bis aufs Letzte analysiert, wer es schaut, wo es sind. Leider weniger Frauen als Männer, die das schauen, aber mit dem kann ich leben. Und jetzt hat man so eine Auswertung und die ist recht spannend. Und da kann man sich natürlich richtig drin verweilen. Da sehe ich, woher dass die Views kommen, also woher der kommt, der Video anschaut. Da gibt es auf Platz 1 ähnliche Videos. Sie können es dann da oben, also Sie würden es sehen, das ist dann da die oberste Spalte. Ich erkläre Ihnen, um was es geht. Der zweite Platz ist eingebettete Videos. Dann haben wir für Annotationen, also Informationen im Video Ihnen selber. Das zeige ich Ihnen nachher auch. Und die YouTube-Suche, das sind so Top 4. Und dann geht es nachher weiter. Also es kommt von verschiedensten Orten her. Es kommt da unten auch interessanterweise von Google. Kommt man auf die Seiten drauf oder auf die Videos drauf. Das Erste ist die ähnlichen Videos. Wenn Sie ein YouTube-Video schauen, dann hat es rechts daneben immer noch so eine Serie von Empfehlungen, die abgegeben werden. Und da wollte ich natürlich, dass meine kommen, das ist klar.
Weil da klicken sie wieder drauf. Das passiert jetzt bei mir offenbar. Das sind mindestens die ersten drei. Das und das hier unten. Die sind von mir. Das heisst, da habe ich es hergebracht, dass ich eben die ähnlichen Videos hier auch wieder listen kann. Folgedessen komme ich auch die Views über. Darum ist das der beste Lieferant. Dann das zweite ist eingebunden. Auf Seiten. Und das dritte sind die Anmerkungen. Die sieht man nicht so toll. Da ist immer ein Video drin. Das ist ein Video da. Und in einem Video drin kann ich dann in YouTube drin Anmerkungen machen, wo man daraus dann wieder irgendwo her kann verlinken. Allerdings nur innerhalb von YouTube. Ist klar, ich kann nicht auf eine Webseite linken. Ich kann auf ein anderes Video linken, auf eine Playlist, auf einen Kanal. Ich kann zum Beispiel auch jemanden auffordern, meinen Kanal zu abonnieren. Das ist auch wichtig, dass ich Abonnenten habe. Wir erinnern uns an die 3,3 Millionen. Bei mir sind es ein paar hundert. Gut. Wie mache ich das Ganze oder wie bringe ich denn das her? Ich möchte Ihnen kurz Möglichkeiten aufzeigen. Das hier oben ist der Titel von so einem Video. Und das ist genau gleich wie beim Bloggen. Wir haben es gestern gerade davon gehabt. Ich mache kein Video oder ich schreibe keinen Post. Das ist ein Blogpost zu einem Thema, wo keine Keywords drin hat. Also ich muss zuerst wissen, was die Leute überhaupt schauen wollen, weil sonst schaut mein Video niemand. Wenn ich da reinschreibe, nicht das Video von Philipp sauber, dann schaut das kein Mensch, auch wenn die Informationen genau die gleichen drin sind. Das heisst, ich muss schauen, dass jetzt die Keywords vorkommen. Darum steht da bei mir Suchmaschinenoptimierung und ich klammere noch SEO drin. Ich bin ja nicht blöd und ich nehme nicht an, die Leute, die schauen, sind blöd. Trotzdem mache ich das dann in Klammern drin, weil es also ein Keyword ist, das die Leute noch suchen. Also ich muss schauen, dass in einem Titel drin die Keywords vorhanden sind und stelle das nach, weil das, was da drin steht, kommt nachher oben im Browserfenster rein. Das kennen Sie, der Titel, sagt man dann, steht das nachher wieder drin und dann steht das nachher bei der Suchmaschine, im Suchresultat, der Link ist. Und das ist das Wichtigste bei einer Suchmaschinenoptimierung und das zieht natürlich auch da. Also ich muss schauen, dass ich Keywords in diesen Titel drin habe, sonst mache ich gescheiter nichts. Bei einem Blogpost ganz genau das Gleiche. Also der wesentlichste Teil ist sicher von der Optimierung da oben. Dann das ist so eine Annotation. Weitere Folgen, der schaut das Video, hat das Gefühl, okay, der erzählt jetzt noch etwas, was mich interessiert, kann da draufklicken und kommt jetzt in dem Fall auf die Playlist von meinen SEO-Videos und kann dann dort weiter schauen. Das kann man mehr oder weniger penetrant reinbringen, ich könnte das flächendeckend da reinbringen. Das hier oben übrigens auch, das ist etwas, was man mal schnell einblendet am Anfang und am Schluss, damit man doch ein bisschen brandet. Ansonsten erzähle ich weder, dass wir die Besten sind, wenn es ums Thema SEO geht, noch dass wir super Social Media Manager sind, noch irgendetwas, sondern ich informiere die Leute auch einfach. Das ist ganz wesentlich, das darf also auf keinen Fall einen kommerziellen Aspekt drin haben. Ich sage einfach, woher ich komme, mehr mache ich nicht. Und die Verlinkungen hier, die weisen ja auf weitere Kompetenzen auf YouTube hin. Und auch hier sieht man sehr schön, da die ganze Reihe da kommt wieder in meinen Kopf. Dann das Nächste ist, Sie müssen schauen, dass Sie Links in der Beschreibung haben. Sie können bei so einem Video können Sie eine Beschreibung machen. Das generiert wieder Views, jetzt in dem Fall auf unserem Blog drauf. Das heisst, da wird wieder der Titel gelinkt. Dann hat es wieder Leute, die draufklicken können. Also ich kann das machen. Ist natürlich auch wieder suchmaschinentechnisch entscheidend, weil ich wieder einen Link aus YouTube raus, wo sicher nicht die schlechteste Plattform ist, die es gibt für Google, aus YouTube raus auf unseren Blog drauf geht. Und dann das Wesentlichste, wenn ich da hinkomme, wenn ich da arbeite, das mache ich über Tags. Sie müssen ja heute alles Material, das Sie in einem Social Network platzieren, sei es Bilder oder Videos, müssen Sie verschlagworten, damit man es wieder findet, weil es so viel Material gibt. Und da muss ich eben schauen, dass ich immer die gleichen Keywords mindestens am Anfang verwende. Da gibt es Menschen, die nichts anderes machen, als Video optimieren für Firmen. Und die hauen dann einfach zuerst mal die Videos auf, immer mit den gleichen Tags drin und ergänzen dann erst nachher zum Video spezifische Tags. Weil dann sieht das Google und denkt, okay, da sind wieder die gleichen Tags drin, das heisst, da geht es um das gleiche Thema und dann werden sie da auch gelistet. Das ist so ein bisschen der Gratis-Keimtipp, der mir am meisten bringt. Und das sicher, was wir nicht dürfen, sicher der Titel das Wichtigste bei der Beschreibung, die ich vorher gesagt habe, und die Tags. YouTube schlägt dann immer noch eine Serie von anderen Tags vor. Ja, ich nehme die nie, weil ich eben darauf schaue, dass ich immer wieder die gleichen verwende. Und dann das Thumbnail da unten. Das ist dann das Bild, wo erscheint im Player und überall. Das kann ich, das kommt, es gibt so Spezialisten auf YouTube, da würden Sie, wenn Sie danach suchen, würden Sie das auch finden, wo genau an gewissen Orten YouTube dreimal so einen Screenshot macht und dann das zur Verfügung stellt. Und die Typen, die dann so viele Views haben, die haben dann dort halt gerade irgendwie ein bisschen etwas Spannendes als mein Gesicht, irgendetwas Netteres einblendet. Da müssen Sie aber genau zumindest im Video rein und glaube nach 20% und von vorne nach 80% müssen Sie wieder ein Bild drin haben, das dann genau passt. Ich wähle halt dann da einfach etwas aus, was am besten geht. Ich habe jetzt da wieder das, wo noch der Firmenname drin steht.
und nicht das, wo ich ein bisschen speziell aus der Wäsche rausschaue. Das kann ich natürlich auch nicht beeinflussen, wenn ich die Augen am Auf- oder Zumachen bin. Das ist dann so eine Verlenkung, also ein ganz westlicher Faktor. So, das absolute Idol für alle, die Podcasts machen, ist der Gary Vaynerchuk. Wer kennt den Gary Vaynerchuk? Okay. Das ist ein Typ, der hat von seinem Vater einen Weinhandel übernommen, ein bisschen Rebberg und so weiter. Der macht Videocasts und eigentlich nichts anderes und hat mit dem ziemlich Geld verdient. Das sehen wir gerade, 900 Episoden hat er gemacht, 90'000 Views pro Tag. Ist jetzt auch nicht, ist sicher B2C'er als jetzt das, was ich mache, aber ist jetzt auch nicht gerade der, der irgendwie darüber erzählt, was jetzt gerade in Japan passiert und so weiter. Also der greift sich nicht die grausamen Keywords auf, sondern der redet immer zum Thema Wein. Hat ein Buch geschrieben, das Bestseller geworden ist und hat den Umsatz nur dank dem Material, das er darauf publiziert, natürlich auch, durch das er immer wieder eingeladen wird, dann an Präsentationen usw., hat er den Umsatz können von 4 auf 60 Millionen steigern. Das hat sich also sicher gelohnt. Ich zeige Ihnen nachher gerade zwei von diesen Videos, dass Sie einen Eindruck bekommen. Und das Wichtigste daran, das werden Sie jetzt gerade merken, es geht eigentlich um nichts anderes, als dass es authentisch ist. Sind meine Videos auch. Ich bin kein Fernsehmoderator und ich bin auch nicht ausgeleuchtet bis aufs Letzte. Und es stimmt auch nicht alles hundertprozentig, aber das bin ich. Und das ist Entscheidende. Es ist eine Person, die auf der anderen Seite sitzt, die man nachher auch wieder treffen kann. Und nicht irgendein Nachrichtensprecher oder ein Mensch, der keine Ahnung zum Thema hat, der irgendein Teleprompter abliest und so aufs Thema kommt. Ich zeige Ihnen jetzt schnell den ersten und den letzten Video von ihm, oder der fünfte ist jetzt das, dass Sie sehen, wie sich der Bursch gesteigert hat. Das Abwaufer ist ein bisschen. Gut, das ist der Exi und jetzt kommt es, wie es heute aussieht. Gut, es ist glaube ich, unschwer zu erkennen, was es ausmacht. Ich glaube nicht, Sie würden wegen dem Wein weiter schauen, sondern wegen ihm. Oder? Das ist so ein bisschen der Punkt. Also man muss so rüberkommen, dass man eben einen Unterschied macht zu allem anderen, der schon auf diesen Seiten, auf diesen Filmen und auch auf Webseiten drauf ist. Und das hat er sicher hergebracht. Es muss irgendwo einen kreativen Aspekt haben, innovativ und so weiter. Jetzt kommt ein bisschen die trockene Seite. Das ist, mache ich, wenn ich so ein Video mal gemacht habe, brauche ich da einen eigenen Player, den kann man ja auch machen lassen. Oder baue ich es auf YouTube ein und nachher auf der Seite integrieren. Was ich sicher will machen, ist ein Upload. Sonst passieren so Sachen nicht. Also es wird sich nie viral verbreiten, wenn Sie einen Film nicht hochladen. Ein Player ist ein Image-Sache und ein Hosting-Thema. Also wenn Sie irgendwo dann bei einem Hoster das hosten und das Video wird sehr viel geschaut, braucht es extrem viel Traffic und kostet dann zum Teil auch recht viel Geld. Das muss man einfach wissen. Wenn Sie nur laden, dann auf jeden Fall auf YouTube. Vimeo ist so die schöne Plattform. Da können Sie auch längere Videos drauf tun. Da passiert aber viral nichts. Da geht es vor allem darum, dass ich einen netteren Player habe, eine seriösere Plattform. Dort habe ich dann nicht rechts nebendran in den Empfehlungen noch irgend. Das kommt bei mir an, ich weiß nicht genau warum. Kommt da mal so eine russische Aerobic-Tänzerin, die Videos anbietet und mit mir jetzt nicht sehr viel zu tun hat. Das kann dann der eine oder andere falsch verstehen, der meine Videos schaut. Das Gefühl hat, ist es das auf dem Sauber. Das sind so die Themen, die auf YouTube passieren. Das passiert für mich auch nicht. Wenn Sie noch einen iTunes-Channel einrichten wollen, ist das auch nicht. Dann kann man es noch als Podcast anschauen. Mache ich. Wird jetzt nicht extrem genutzt. Aber da gibt es noch weitere etwa 20 Plattformen, die man es auch noch tun kann. Das kommt darauf an, wie viel Zeit das Sie haben. Wo bindet man es nachher ein? Also wenn ich es hochgeladen habe, ist klar auf der Webseite drauf. Entweder jetzt auf Home selber oder ich verlinke es dann wenigstens. Sie sehen, wir haben das auf YouTube drauf. Weil am Schluss kommt dann das YouTube-Logo, oder es kommt das YouTube-Logo, wenn ich drüber fahre. Wenn ich draufklicke, habe ich die Chance, dass einer wieder weiter schaut. Am Schluss des Videos kommen noch ähnliche Videos wieder, die im Video da innen eingeblendet werden. Das heisst, die Chance dann auch wieder, dass ich
dass man wieder ein weiteres Video von uns anschaut. Darum haben wir hier den YouTube-Player eingebaut. Also selbst wir, die ja so Players bauen, haben am Schluss gleich noch den YouTube-Player auf der Seite drauf. Dann ist klar, muss es natürlich auf wenn Sie eine Facebook-Seite haben, muss es auf Facebook drauf, ganz entscheidend. Und wenn Sie eine Places-Seite haben, wer hat da Ihnen eine geclaimte Google Places-Seite? Nicht mehr. Also das ist aber das Takeaway Nummer 1. Sie müssen nachher heim und Ihre Places-Seite claimen, weil das ist extrem wichtig. Sie erkennen zu dem da oben da, Owner Verified Listing. Dann gehen Sie auf YouTube, geben Ihren Firmennamen ein, dann klicken Sie oben auf Maps, das ist noch weiter oben, klicken Sie auf Maps und dann mehr weitere Informationen. Dann kommen Sie auf den Eintrag und da steht da oben, dass man sich auch melden kann als die Firma. Dann kommt man einen Brief zugeschickt mit User und Passwort. Und dann können Sie da die Videos wieder einbinden. Bilder und so weiter und so fort. Und der grosse Unterschied ist, das heisst, by the way, Google hat den Universal Search. Das heisst, Sie werden heute nicht nur normale Suchresultate bei Google finden, sondern Sie kommen zum Beispiel, wenn Sie nach Bildern suchen, wenn Sie nach Brad Pitt suchen, in der normalen Google-Suche, nicht in Bilder, kommen Sie Bilder rüber. Wenn Sie nach Blumen suchen, zum Beispiel in Zürich, dann können Sie noch so toll Suchmaschinen optimiert haben, wenn Sie den Places-Eintrag nicht optimiert, wenn Sie ihn nicht haben, sowieso. Und wenn Sie ihn nicht optimiert haben, das heisst, wir optimieren mittlerweile nicht nur Webseiten von Kunden, sondern wir optimieren auch so Places-Einträge, damit die dann da eben auch erscheinen, weil Sie sehen, da kommen nur 3 normale Suchresultate, 2 zahlte, 3 normale und alles andere ist Google Places. Ein ganz wesentlicher Faktor. Und wenn Sie auf dem Google Places-Eintrag Material wie Videos und so weiter haben, werden Sie auch besser gerankt. Logischerweise müssen Sie auch Bewertungen dort drauf haben und so weiter. Bei Blumen kommen nachher ohne Bilder, das ist auch wieder ein Thema. Da gibt es News, das ist auch so etwas von Google Universal Search. Da werden News angezeigt. An die kann man reinfeiden. Und das ist noch interessant, wenn Sie nach SEO suchen, da kommen 192 Millionen Webseiten eintragen und unter anderem halt ein Video von mir. Oder? Das schaffe ich halt dann auch. Also das ist auch eine Möglichkeit, wenn ich ein Video habe, das gut geschaut wird, dann kommt zuerst ein Suchresultat von Wikipedia, nochmal eins von Wikipedia, seo.co und dann kommt das an ein Video. Also die Inhalte, die werden von Google indexiert und werden von Google dann auch angezeigt. Jetzt auch, wie funktioniert die virale Verbreitung? Ich habe das letzte Mal, wenn Sie da waren, wer war am letzten wegen Breakfast da gewesen? Noch ein paar, mache ich schneller. Habe ich erzählt, wie so eine Weiterempfehlung auf Twitter kann passieren. Es hat dort den Flugzeugabsturz gegeben, im Hudson River, wo nachher einer am Ufer gestanden ist, sind alle auf der Tragfläche rausgestanden, im Wasser drinnen, der hat mit dem Handy ein Foto gemacht und hat das auf Twitter hochgeladen. Und jetzt zeige ich Ihnen kurz, wie das nachher die Welt erobert hat. Der hat das auf seinen Twitter-Account rausgestellt. Das ist natürlich nachher direkt auch auf seinem Facebook-Account geworden. Dort hat es Likes gegeben, Kommentare und so weiter. Das heisst, wir hatten dort die erste virale Verbreitung gehabt. Auf Twitter ist es weiterempfohlen worden. Dem sagen wir dann retweeten. Das ist ein bisschen ähnlich wie liken auf Facebook. Das hat auch wieder eine virale Verbreitung gegeben. Logischerweise hat es auch dort wieder der eine oder andere gehabt, was bei sich auf Facebook gestellt hat. Und dann eigentlich das Wesentlichste. Und darum zeige ich das. Das Bild war kein Video, aber das Bild war nachher auf TwitPic. Das ist so eine Plattform, wo Bilder von Twitter drauf kommen. Und das hat jeder können brauchen. Das heisst, es hat nachher wahrscheinlich Hunderte oder sogar Tausende von Bloggern gehabt, die das Bild bei sich im Blog eingebunden haben und zum Thema etwas geschrieben haben. Das heisst, der hat nachher mit dem mickrigen Bild von seinem iPhone aus, das er geschickt hat, hat er nachher irgendwie, ist er auf hunderten Blogs nachher, ist das Bild angezeigt worden. Und dann hat es natürlich in der Blogosphäre angefangen zu trüllen, hat wieder Likes gegeben. Und das Spannendste am Ganzen eigentlich ist, dass das Google alles indexiert, oder? Kommt das also gerade nochmal dazu. Das heisst, jeder, der nachher auf Google drauf ist, suchen nach irgendwie Hudson River Absturz, der hat entweder den Tweet gefunden, oder wenn es eine Fanseite war, ist die Fanseite, oder einen Tweet von einem anderen, oder den Eintrag da hinten, also das Bild direkt, oder irgendeinen Blogpost. Und so verbreitet sich das halt, jetzt in dem Fall natürlich auch ein sehr, sehr lukratives Beispiel oder ein interessantes Beispiel, verbreitet sich so etwas halt dann irgendwie um die ganze Welt. Das passiert natürlich jetzt nicht gerade. Das ist bei mir vielleicht bei 3-4 Videos, ich sage mal im deutschsprachigen Raum, ein bisschen ähnlich abgegangen, sicher nicht in dem Stil. Viele Firmen sind im B2B-Bereich tätig. Da kann ich Ihnen kurz zeigen, wie bei uns die Überlegung geht, wenn es nicht direkt B2B funktioniert. Also ich sage jetzt, Sie machen Zahnräder zum Beispiel. Da werden wahrscheinlich die wenigsten von Ihren Kunden auf Facebook drauf sein, als Beispiel. Oder auf YouTube drauf. Die wenigsten. Aber
Die meisten haben irgendwie jemanden im Bekanntenkreis, der auf Facebook drauf ist. Vielleicht sind die privat, das kann sein, auf Facebook drauf, mit der Firma wahrscheinlich weniger. Und erfahren nachher von so einem Thema über die C-Schienen hinein, also über den Consumer-Bereich hinein. Und kommen nachher, entweder ist das wieder der gleiche Mensch, wie da sitzt, oder das ist zum Beispiel die Frau von einem Menschen. Ich habe einen Kollegen von mir, das ist der Jucker, der Martin Jucker, der ist vom Jucker Farmart. Das ist da so ein Erlebnismarkt da im Bauernhof im Zürich Oberland, wo sie da die grossen Kürbisse machen. Und der hat mir ein Beispiel erzählt, wie das bei ihnen im richtigen Leben funktioniert. Die haben, das ist auch ein B2B-Business, weil die verdienen das Geld mit Events und nicht mit dem Bauernhof dort. Oder mit den Besuchern. Ich gehe mit den Kindern am Sonntag dorthin. Das ist völlig überlaufen. Aber er sagt, das ist gerade okay, aber das bringt eigentlich nicht unbedingt das Geld in die Kasse. Sondern da kommen Leute her, wie zum Beispiel eben eine Frau mit ihren Kindern, regelmässig, die ihren Mann bei der CS arbeitet. Und dann kommt man am Abend heim und sagt, wir müssen irgendein Event machen zum Thema Back to the Roots. Und dann sagt sie, du, ich bin auf dem Jucker Farmar gewesen und das werde ich genau das Richtige. Das heisst, es funktioniert auch so, dass eben dann die Frau auf der C-Schiene an das Thema herkommt und das so weitervermittelt. Und genau so funktioniert eben auch Social Media für B2B, wenn es nicht ganz direkt geht. Und dann kennen Sie die weiteren Empfehlungsmöglichkeiten bei einem Video selber. Da kann ich es dann sharen auf Twitter, Facebook und so weiter. Ich habe sicher auf der Webseite so weitere Empfehlungsmöglichkeiten drin. Ich habe im Blog drin weitere Empfehlungsmöglichkeiten. Das ist natürlich eine Sache, die Sie überall einbinden müssen, dass die Weiterempfehlungen auch stattfinden. Das heisst, Sie können nicht ein Video auf Ihre Webseite tun, ohne dass man es weiterempfehlen kann, weil sonst wird der virale Effekt nie passieren. Das Liken, oder? Das ist also, wenn man auf «I like» klickt. Liken. Ist das schon ein deutsches Wort übrigens? Das ist so etwas zum Beispiel, wenn ich da «Sixth Sense», wir hatten gestern kurz davon gehabt, das ist ein ganz schlimmer, kennen Sie den Film? Und da hat es jetzt zum Beispiel auf so einer Plattform, IMDb, das ist so eine Videoplattform, also so eine Filmplattform, also da kann ich kein Video schauen, sondern da geht es einfach um Film zu werten, kann ich jetzt «Gefällt mir» drücken und was passiert dann? Das erscheint dann nachher bei mir in meiner Timeline, in meinem Facebook-Profil, dann erscheint nachher der Eintrag wieder. Das heisst, all meine Freunde sehen dann nachher, dass ich etwas geliked habe. Und das sind so die viralen Effekte, die dann passieren. Jetzt bei IMDb sitzt das «I like», den «Like»-Button ein. Gebunden haben sie von Facebook den Traffic verdoppelt. Das ist logisch, weil ich halt einfach viel mehr Leute auf einmal erreiche. Auf einer anderen Plattform, ABC News, haben sie zweieinhalb Mal den Traffic können von Facebook verdoppeln, auch weil sie das Like-Thema eingebunden haben. Das heisst, wenn sie News haben oder auch wenn sie einfach normalen Inhalt haben und den Like-Button drauf hat und mal jemand draufklickt, werden sie dort merken, dass sie auf einmal auch Besucher von dort bekommen. Der Kevin Rose, das ist der von Digg. Digg ist so ein Social Bookmarking-Teil. Hat zusammen mit seinem Partner Digg Nation gegründet. Da sitzt jetzt einfach auf dem Sofa drauf, trinkt jedes Mal ein anderes Bier. Total authentisch auch. Wir diskutieren zuerst über das Bier, haben das Notebook auf der Schoss drauf. Der eine hat sich jetzt so einen R gekauft. Das ist schon zuerst mal die Diskussion. Und holt sich von dieser Plattform, wo das riesen Portal ist, selbstverständlich, holt sich die besten Stories von der Woche raus und macht die so wie eine Fernsehshow. Extrem erfolgreich. Man sieht es auch, der Like-Sound, das ist auch wieder ein Thema. Also das habe ich genau da auch wieder drin. Die kommen irgendwie mit dem Thema 440 Millionen Views pro Woche und haben natürlich auch so wieder einen riesen Spread und eine riesen Verbreitung. Also das letzte Teil, und da bin ich etwa fertig, ist das Einbetten. Ich bin da wieder im YouTube-Cockpit der Statistiken und sehe jetzt zum Beispiel das SEO-Video, das ist der erste von 11, der ist 7000 Mal geschaut worden. Sehe ich, wo man es eingebunden hat, das ist unsere Seite, das ist irgendeine andere Seite, das ist unsere Seite, eine andere Seite. Also es gibt, das ist auch eine andere Seite, eine andere Seite, eine andere Seite, eine andere Seite. Das heisst, es gibt andere, die diese Videos eingebunden haben auf ihrer Seite, um ihren Leser von der Webseite wieder mit Informationen weiterzugeben, die sie jetzt vielleicht nicht anbieten, aber auch um ihren Inhalt quasi interessanter zu machen. Und das ist der Sinn des Einbetten von so einem Video. Es geht nicht darum, dass der Mitbewerber, wahrscheinlich wird nicht gerade unser bester Mitbewerber dieses Video einbinden, ist klar, aber es wird Seiten geben, wie das, zum Beispiel das Videogold. Ich habe das ist nochmal eine Statistik, ein anderer Teil, wo ich dann da gesehen habe, wenn er eingebunden worden ist, also das B beispielsweise, da hat sich der Video Gold D entschieden, da mein Video einzubinden. Und dann komme ich dann da auf dem seiner Webseite drauf, auch wieder mit den ganzen Like-Möglichkeiten und so weiter. Und wird natürlich da auch geschaut, ohne dass ich etwas dazu beitrage. Also es werden einfach Views von allen anderen Seiten noch generiert. Und das kann ich natürlich auch als mit einem Firmenvideo machen. Und das müsste auch passieren, dass Partner, Lieferanten und so weiter zum Porträt der Firma holen und das Video einbinden können. Das schadet nichts, sie geben keinen Link oder irgendwie SEO-Informationen ab und
nicht, überhaupt kein Thema. Aber anstatt dass ich irgendwie so einen Text schreibe zu meiner Partnerfirma, Kameramann oder Heskisch oder was auch immer ist, wenn ich so einen Text schreibe, liest ihn kein Mensch. Wenn ich so ein Video einbinde, ist die Chance relativ gross, dass man dann eben schaut. Also schaut man, wenn man so ein Video hat, dass man das auch möglichst vielen nachher zur Verfügung stellt. Takeaways, wie immer am Schluss, Material verteilen, eben Mashups. Mashups sind, ich tue es raus auf Plattformen legen, ich tue es nicht auf meine eigene, ich bin nicht der Content-Owner und meine Webseite hat allen Inhalt, sondern ich stelle es auf Plattformen drauf, wie YouTube und Co., ganz wichtig, sonst kann es nicht verbreitet werden. Einbinden in Partner-Sites und logischerweise in der eigenen Seite nachher, auf allen, die man hat, vielleicht hat man ja mehr als eine Seite, wie das bei uns sicher der Fall ist, und dann virale Verbreitung ermöglichen, das heisst, die ganzen Buttons und so weiter integrieren. Die müssen jetzt nicht so gross wie bei uns hier oben rechts, dass man es von 100 km sieht. Das kann man auch ein bisschen diskreter machen. Aber auf jeden Fall die Verbreitung ermöglichen, weil sonst passiert sie sicher nicht. Es schickt euch keiner mehr eine URL mit einem E-Mail weiter oder ganz selten. Und Sie können sich vorstellen, wie all das dann abgeht. Oder er schickt das an einen, er schickt das nicht an 500. Wenn ich es auf Facebook poste, dann sehen das im besten Fall, sehen das 500, wahrscheinlich nicht, aber sehen das sehr viel. Das passiert mit einem E-Mail nicht. Wenn Sie Präsentation interessiert, haben wir sie auf SlideShare. Ganz ein wesentlicher Faktor. Das steht da unten nochmal. Und ich möchte mich bedanken für den ersten Teil. Und das hat schon Felix gemacht.